Hallo zusammen, herzlich willkommen beim Rabenhorst in der Version 3.0 und es ist mir eine außerordentliche Freude, den Spielekaiser dabei zu haben. Servus. Hallöchen, ich freue mich auch. Der Mai ist Dienstag, ne, wir nehmen es auf. Das ist ja, spät geworden. Endlich. Ja, wir haben es gestern nicht geschafft. Ach, Montag, wir haben gewartet und es kam nicht raus. Jetzt ist er endlich raus, die 3.0. Ach, ich freue mich sehr, es sind viele Neuerungen drin. Wir schalten mal das Interface ein. Wir sind an einem Startpunkt, an einer Biomgrenze. Und man sieht schon die erste Neuerung. Ein Fernglas. Guckst du gerade durch? Ja, aber man sieht es halt. Das ist auf Nippelhöhe. Ja, damit gucke ich. Schwarz in der Zukunft. Meine Nippel sind meine Augen. Oh Gott, jetzt ist bestimmt nicht monetarisierungsfähig. Ach komm, der Heider, der hat doch auch ganz, ganz, ganz viele Schimpfworte immer drin. Der kriegt es auch monetarisiert. Ich überlege gerade mal, warte mal, bleib mal so. Ich habe eine Idee. Was denn? Ei, warte mal, bleib mal stehen. Hör auf dich zu drehen. Ich schlag dir. Warte. Wenn man nämlich durch das Fernglas guckt, hat man auch einen schönen Screenshot. Ah. Wir haben nämlich immer überlegt, wie man einen Screenshot macht. Das Problem ist immer noch, dass oben dieser verkackte Name angezeigt wird und der geht nicht weg. Nee. Also das ist wirklich äußerst blöd. Und selbst wenn man hier das Interface, so hat man es ja früher ausgeblendet, ne? Mhm, geht nicht. Alles. Jetzt ja, geht's nett. Geht nicht. Egal. Wir wollen ja auch keine Screenshots machen, sondern loslegen mit Rabenhorst. Da ist eine Stadt. Da drüben ist eine Stadt. Ist ein direkt Haus. Hier im Startpunkt, glücklicherweise. Und hier hinten habe ich was entdeckt am Horizont. Siehst du das da hinten, so hinter der Ruine? Das sieht so aus wie irgendein fettes, super großes Gebäude. Müssen wir gucken. Vor allem ist dahinter noch eine Stadt. Oder noch ein Gebäude. Also der zieht, die mitspielen wollen oder die gleiche Map spielen wollen, Zombie-Zicken. Und wir müssen Kotten sammeln. Lass uns erstmal die Grundquest. Wir starten wieder. Oder wollen wir erstmal gucken, dass wir unsere Klassen auswählen? Ja. Ich hole eben die beiden Baumstämme, da ist schon mal was zu essen drin. Das ist gut. Aber wie wir alle wissen, Bedroll ist ja essentiell wichtig. Ja, und sie ist diesmal anders, wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube nicht, dass es mit Kotten ging. Also es hat sich einiges geändert in der 3.0. Es gibt diverse Zombies. Wir spielen die Streamer Edition. Das heißt, wir haben keine nackten Zombies drin. Wir haben leider damit auch keine Bandits drin. Und keine Kinderzombies und keine Stripper. Aber das war, also Stripper hätten wir uns natürlich, haben wir gesagt, oh ja gut, Stripper, ne? Ja, macht doch nichts. Aber keine Kinder. Kinder sind doof. Also warum sie die Bandits rausnehmen bei der Streamer Edition? Ja, keine Ahnung. Die nehmen auch die Schimpfwörter raus, die Trader sagen, habe ich gelesen. Aha, echt? Naja. Mhm. Class Selection Survivor Kit. Ach ja, oh. Ich mache jetzt erstmal die Cloth Fragment. Gatorskin Wallet. Bist du nicht, ich komme zu dir. Ich möchte sehen. Ist ganz schön kalt, mein Freund. Jo. Warte mal, habe ich das ausgewählt? Schlüssel? Okay, ich drücke mal auf das Class Selection Teil. Geht nicht. Nee, du musst dieses Klemmbrett nehmen. Rettchenpiech. Du musst die Klemmbrett in die Hand nehmen, dann kann ich die Klasse wählen. Handgun, Medical, Rifle. Ja, da bin ich auch am Überlegen, ob wir nicht mit Waffen gehen, wobei wir halt einen auch vielleicht für den Bogen, weil der Crossbow ist halt leise, ne? Also. Ja, aber du brauchst halt immer wieder Federn. Ich meine, für Waffen musst du natürlich auch elendig. Ja, aber für den Start ist das nichts Schlechtes, also. Was meinst du denn? Also, ich lese gerade mal durch. Also, Archery Crate ist ja klar. Was ist ein Average Joe Crate? Ja, da steht ja oben sowas drin. Genau. Du hast keine Spezialisierung. Du kriegst additional keys, can be crafted in the inventory if you need one. Also bin ich mir unsicher. Also das ist für alle die wirklich Hardcore spielen. Ja, oder? Ich denke auch. Also Archery wird das sein, was du schon hattest. Ja. Blade Weapons ist mit der Machete. Blunt Weapons ist, das hatte ich ja beim letzten Mal. Farmer's Crate ist auch klar. Handgun ist klar. Mhm. Medical, Rifle, Shotgun ist klar. Survivor bin ich mir unsicher. Wooden Bow. Extra Supplies, Exclusive Access to Making Jars and Ports. Boah, ich habe gerade ein mega Déjà-vu, wo ich den Text lese. Kennst du das? Ja. Shotgun, ich glaube, Rifle Crate ist cool. 1009mm Kugeln, aber ich meine, die sind ja schnell weg, ne? Ja, genau, die sind schnell weg und dann und gibt ist es halt SMG. Blöd. Aber die M25 Sniper Rifle kriegt man und Vintores. Also unlocks die Ammo Class. Das macht jetzt am Anfang wahrscheinlich keinen großen Sinn. Ja, weil du halt. Obwohl. Du brauchst ja Nitrat, du weißt, was ich meine. Ne? Schwarzpulver.
Schwarzpulver und den ganzen Kram. Also das dauert ja. Ich meine, hast du das Zeug verschossen, dann hast du nichts mehr von. Ja, langfristig denke ich, macht das schon Sinn. Also Bluntbleiben war gar nicht mal so schlecht. Ich würde heute gerne mal was anderes nehmen für dieses Let's Play. Ja, das habe ich mir nämlich auch überlegt. Archery wär schon geil, aber... Also man könnte ja zum Beispiel sagen, Archery, oder ich nehme mal Blade Weapons oder du nimmst Blade Weapons und ich nehme mal Survivor Crate mit dem Bogen. Nur so, als Idee. Ja, Survivor Crate lese ich mir auch gerade durch. Chicken Coops, Sing Stoves, Rain Collectors. Also die Survivor-Geschichte ist ziemlich geil. Also einer sollte die Survivor-Geschichte... Komm, ich nehme den Survivor. Ich nehme den Survivor. Ich mache einen Survivor. Dann nehme ich Blade. Ja, mach mal Blade. Da hast du eine Machete und dann können wir uns gegenseitig Macheten craften und dann stellen wir unser Kistchen hin. Coole Kiste erstmal. Grundlegend. Schick. Geschicker Screenshot. I take the key. Nur so. Als Idee. Ups. Da habe ich doch gerade was gescreent. Schick. So, öffnen wir das Kistchen und... Okay, ich habe eine Wasserflasche, Notration, zwei Fackeln. Ein Holzschild. Cool. Was steht da drauf? Okay, es ist weg. Naja. So, ups. Ich entscheide mich später. Ich schließe meine Kiste auf. Oh, er hat den Schlüssel gegessen. Read. We give you a cookie. Zum Forged Iron Hunting Knife Schematik. So, ich lese die Survivor Class. Und akzeptiere. Das hat mir Pfeile gegeben und ein 300er Bogen und Pfeile. Cool. Schmeißen wir das mal weg. So, warte mal. Bedroll, Craft Bedroll, Place. Ach ne, erstmal Cloth. Können wir mal eben schnell die Quest fertig machen. 20 Sekunden dauert das. Komm, in der Zeit rennen wir schon mal Richtung... Wo war es denn? Da geradeaus. Wollen wir das Große angucken, ja? Nicht die Stadt. Ja, wir gucken mal, was ist. Oh, rechts auch eine Stadt. Ach du Scheiße. Geht da schon wieder los. Ich sammle schon mal ein bisschen. Dahinter ist auch noch irgendwas. Cloth Fragments. Also wenn ihr diese Folge seht, ist hoffentlich irgendwie sowas um die 9 Uhr. Also wenn ihr sie frisch bei Release guckt, ne? Also wir versuchen jetzt noch aufzunehmen, dass ihr praktisch am Dienstag auch noch eine Folge habt. Oh, das ist ein Hirsch. Nehmt praktisch am Dienstag auf. Mit Schleif. Ja, ich probier's. Moment. Sauber. Hinterher! Oh, geht doch. Hast du eine Axt oder sowas? Du hast eine Machete, gell? Ich nehme mein Messer. Ja. Was zu essen. Sniper-Minjas. Oh, Sniper. Oh, ist das ein Kernkraftwerk oder was? Sich, oh ja, da baut sich was Großes auf. Also es sind viele neue Points drin, also Point of Interest, sprich die Gebäude, die man hier so sieht. Nee, Zombie-Tante. Sag mal, hast du eine Axt bekommen? Ich habe übrigens einen Clawhammer bekommen. Nee, ich habe hier nur meinen... Komisches Kaikuri, Wumpi. Wollen wir mal kurz die Bedroll placen? Oder bist du noch nicht so weit? Sag mal, wie groß ist denn die Tante bitte? Du bist super klein gegen die. Das ist eine Lüge. Die ist bestimmt groß. Oh, da ist ein Hund. Oh, zurück. Wir sind hier. Bedroll. Hast du Bedroll? Hab ich gesetzt, ja. Okay, hab ich auch. Können wir so einen großen Bogen laufen? Lass uns mal direkt noch ein bisschen Cotton mitnehmen, dass wir noch einen zweiten Schlafsack machen können dann. Alter Vater, hier ist... Oh, Ausdauer weg. Ja, okay, lass uns weitergehen. Lass uns mal nicht. Warum sind die Zombies so groß? Die sind voll unterschiedlich groß. Guck dir doch mal diese. Ja. Boah. Können wir bitte zu dem, was immer das da hinten ist, gehen? Bitte. Schnell weg. Ja. Wir haben nach vorne. Wir haben übrigens immer noch den. Guck mal. Moment. Oh, fuck! Nein, das ist. Ach du Scheiße! Das ist eine Wolfshöhle. Eine Wolfshöhle, das wolltest du mir zeigen. Wie geil ist das denn? Okay. Ist ja der Hammer! Rennen. Oh, fuck. Guck mal, was ist das? Die drei Nu-Spieler. Das ist ja eine Höhle, da können wir drin wohnen. Du sahst auch erst aus. Was ist das? Weiß ich nicht. Mal gucken, ob ich es noch looten kann. Klack, boom. Ja, Glühbirne habe ich. Na, wunderbar. Okay. Eine Glühbirne. Oh, was ist denn hier? Guck mal, hier ist so ein Türmchen. Das. Was ist denn das hier für ein Turm? Oh, mein Gott. Ein kleiner Turm. Aha. Mit einer Kiste unten drin. Ich hab leider noch keine Dings. Okay, lass uns mal ein bisschen Blendfiber und den abhauen. Ganzen Gute. Was abhauen? Okay, abhauen, okay. Ich will hier weg. Was zur Hölle ist das? Was ist denn das für ein Gebäude? Oh, sorry. Alles gut. Ich hab keine Ausdauer. Du meinst, dann kann ich dich auch schlagen. Was ist denn das doch? Ein Knast oder so? Aber ist ein richtig großer Ahnung, was Knast. Das ist. Oh, da krabbelt ja einer. Komm, wir machen mal die Quest fertig. Das nervt ja.
Ausdauer, ja, das ist. Es gibt Wolfshöhlen, ey. Ich fass das nicht. Ja, ich dachte so, okay. Was ist das für ein Stein? Warum ist da so ein Loch drin? Ja. Und dann Wolf. Gott sei Dank sind die doof gewesen, die Wölfe. So, hab alles gesammelt. Ach so, genau, wir haben den Fortschritt so angepasst, genau, rein informativ. Wir haben praktisch ein Viertel weniger müssen wir Erfahrungspunkte sammeln, etc. Ja. Wollen wir schnell mal Klamotten durchgraschen? Geht, ja, warte. Mal eben irgendwo hier ein bisschen erhöht hinstellen. Die ist locked. Oh. Wo? Oh. Ey, was ist mit ihm? Wie Zombies? Ah, das ist kaputt, oder? Das war mal ein Knast, da fehlt ein Teil. Es ist riesengroß. Auf jeden Fall, wir könnten da rein. Aber wir sollten erstmal in das Atomkraftwerk gehen. Da wissen wir dann, wo die Seuche herkommt. Das ist ja echt der Hammer. Die Seuche ist ja nach dem atomaren Krieg hier. Ja, kann man so sehen. Beschreibung von damals. Und die ist auch im zerstörten Biom, was ich jetzt mal sehr ungeil finde. Echt? Mhm. Aber wow. Verdammt nochmal, wow. Wie geil ist das bitte? Ein Atomreaktor. Ja, schöner Start. Guck mal, was hier an Eisen liegt. Eisentürme. Ich sammle noch ein bisschen Federn ein. Boah. Okay. Aber zerstörtes Biom finde ich jetzt... Überzeugt. Ja? Ja, ist ja super. Also. Ich ziehe jetzt erstmal die Klamotten an. Hast du schon durchgecraftet? Nee, noch gar nicht. Nee, ich bin nur um mein Leben gerannt. Jetzt habe ich die Schuhe nicht, weil ich dann was anderes gecraftet habe. Ich Depp. Gather 30 Tree Log. Okay. Wie soll man denn Tree Logs kriegen, wenn man keine Axt hat? Muss dir wahrscheinlich erstmal hier zusammensammeln. Weißt du, was vielleicht kann ich mit der Machete irgendwie Holz kannst holen? Kannst du mal so hier die kleinen Gebüsche weghauen? Ein bisschen Holz für uns? Alter, nein, der rennt, oh nein, der rennt. Hilfe, hinter mir. Oh, hinter fuck. Mir. Ja, ich sehe es. Warte, Bogen. Oh, fuck, vorbei. Wie sieht denn der aus? Das ist ja ein richtiger Zombie, also... Ja. Mist. Was ist der groß, der andere hier? Ja, ja. Ich sag ja, du wirkst voll klein im Vergleich zu manchen. Guck mal, die ist auch voll clean hier. Ich treff die ja nicht. Oh Mist. Oh, keine Ausdauer. Fuck. Wir haben halt Stufe 5, ne? Hinkommt, also. Vor allem knarzt der voll, wenn er läuft. Ja. Oh Mist, der wollte mich schlagen. Das ist ein Feraler, also ja? Zumindest der Sound. Wollen wir uns irgendwo verpissen? Ja, Richtung, komm, wir rennen Richtung Atomkraftwerk. Ja, die Ausdauer, komm. Ab Richtung Atomkraftwerk. Ja, Ausdauer, ich habe noch 10, 11, das ist wahrscheinlich unser Tod hier, aber wir gucken mal. Irgendwo drauf, weißt du, dass wir oben sind? Guck mal, hier ist ja so ein kleines Gebäude. Ei. Ach du Kacke. Ob das jetzt so eine gute... Ah, wie sieht das denn hier aus, bitte? Oh nee, da ist ein Leuchtzombie, da gehe ich nicht hin. Oh, hier ist auch ein Kopf. Ach du Scheiße, wir sind voll in der Hölle. Hier. Wir sind, können wir hier hoch irgendwo? Boah, nee, ich muss erstmal Ausdauer nehmen. Warte mal. Können wir bitte woanders hingehen? Hunted. Du bist du einverstanden? Da war doch immer eine Stadt, oder? Ja, komm, lass uns da hin. Scheiße, das ist Endgame-Content. Ja, definitiv. Das ist noch nicht so. Hier ist ein Weg, komm mal her, komm mal mit, wir gehen auf den Weg. Das ist, ich glaube, das ist besser. Hier ist ein kleines Hüttchen. Erstmal rundlang. Oh Gott. Es geht schon wieder los. Ey, da ist ja alles da hinten. Ja, hätte uns aber auch klar sein können, so Atomkraftwerk. Ja, also die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Kannst du irgendwie Holz besorgen mit der Machete? Irgendwie so einen kleinen Baum. Ich renne erstmal um mein Leben wieder. Ja. Das Haus ist sehr groß. Da hinten ist ein relativ großes Haus. Testen, da kommt auch ein Zombie raus, überall, wo du hingehst. Okay, lass uns den wegmachen, komm. Hit me with your best shot, yeah, Athletics Level 2. Oh, fuck. Jawohl, Kopf. Okay, ist weg. Bitch. Okay, kommen die Mauer noch weg. Dann haben wir hier Ruhe erstmal. Ja, ich muss mir eben wieder ein bisschen Ausdauer holen. Dann schieße ich mit dem Pfeil und Bogen. Oh, ein schöner Start. Oh, vorbei. Ich hasse Bogen. Ich hätte doch die Armbrust nehmen sollen. Ja, ich hasse
Nahkampfwaffen. Okay. Ist weg. Oder? Ist er tot? Ja, ist tot, ja. Ja. Räum vorbei. Bring sie mal. Okay, man kann gut hinter denen laufen. Die sind ziemlich doof. Okay, Kopf, 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 Kopf. Sehr gut. Scheiß die an. Oh Gott. Okay, jetzt Richtung Haus. Lass uns das Haus leer machen und als erste, weißt du, aufs Dach oder so. Ich habe eine Steinaxt, sehe ich gerade. Ja, dann go for it. Hol uns mal ein bisschen Holz, bitte. Mhm. Um mich um die Zombies zu kümmern. Ah ja, Woodlocks, okay. Tree Lock. Ja, mach mal 60 Stück, bitte. Ja. Oh Mist. Tree Locks. Okay, witzig. Dann müssen wir die wahrscheinlich erstmal wieder weiterverarbeiten. Boah, da kommt noch einiges aus dem Wald gerade. Ja. Ich würde sagen, ab Richtung Haus, oder? Ja. Ich habe einen Helm. Sehr gut, ziehe ich auf. Ich muss jetzt echt hier Ausdauermanagement. Wo bist betreiben. Du denn? Hier, hinter dir. Ich gehe nur, ich beschütze dich mal. Danke. Und, wenn der Baum einen noch erschlagen würde. Ja. No? Da hätte es letzte Staffel viele Tode gegeben. Geh mal in die Hocke, damit du weißt, ob du hunted bist. Ich bin undetected. Ja, ich sehe es gerade nicht, wenn hier der Dingens ist. Ich bin aber auch undetected. Das ist gut. Ey, zwei so Megapoys hier. Einmal so ein Riesenknast oder was auch immer das ist. Und ein absolut... Ich bin hunted. Okay. Dann lass uns den, der hunted, das wird wahrscheinlich der kommt, den wegmachen. Ja, hier. Ach, du hast auch noch so ein kleiner direkt. Weißt du, so einer, der nichts kann. Oh, der ist aus Eisen. Ja, ja. Wollen wir den weglassen? Nö. Nee. Scheiße. sagte er und ist am Bluten. Hast du ein paar Bandage? Hab ich. Alles gut. Der hat mich fast. Willst du den wirklich wegmachen? Der ist gepanzert. Ja, wenn wir immer schön am Kopf gehen. Mist. Boah, in dem Haus sind noch so viele Zombies, also wir kommen eh nicht so. Wollen wir das Haus erstmal klären? Den erstmal nebenbei. Ja, aber der kommt ja hinterher. Der ist ja hinter uns dann. Ja gut, aber wir müssen das Haus ja klären. Wir müssen ja, ja. irgendwie da reinkommen. Weißt du, was ich meine? Also lass uns erstmal... Sollen wir nicht in die andere Stadt gehen? Ja, da wird es nicht leichter werden, als hier das Haus zu klären. Weißt du, was ich meine? Ja, das stimmt. Boah, null Ausdauer. Also das ist ja. echt nervig. Es sieht recht voll aus hier. Ja, warte mal, ich stoppte mal eben hier ja. die Hälfte der Tree-Logs. Dann hast du die schon mal. Komm mit, wir laufen. Lass uns mal weiterlaufen. Lass uns auf die Straße. Die, ja, ne? Ja, hab ich. Lass uns auf die. Oh Gott, was ist denn hier los? Ja, könnt ihr mal wieder aufhören? Vor allem, wie groß die teilweise sind. Total ja, geil. Ja. Ah, ein Crankwagen. Ist hier einer in meiner Nähe? Hinter dir kommt langsam einer, aber ist noch Zeit. Da hinten ist ein Bär. Oh nee, das schaffe ich nicht. Jetzt bist du bei dir. Okay. Schade. 10 Sekunden brauchst du einen Scheißlaster. Lass uns auf der Straße weitergehen. Ist das brutal. Wie laufen wir denn? 12.44 Uhr. Ach du Kacke. Oh Mann. Ihr Lieben, ihr merkt, der Start ist schwierig. Wir haben sehr, sehr viel Spaß. Wir sehen uns leider schon morgen wieder, weil wir versuchen jetzt noch die Folge hochzuladen, damit die... Was ist leider? Leider erst morgen, wollte ich sagen. Entschuldigung. Ach so. Leider ja. erst morgen wieder, denn wir wollen diese Folge, die ihr jetzt hier gerade seht, noch an dem Dienstag, wo wir aufnehmen, hochladen. Und deswegen brauchen wir einen kleinen Moment. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr freut euch genauso wie wir auf die Staffel 2 von Rabenhorst in der Rabenhorst-Version 3.0. Das ist ein Rabe, guck mal zum Abschluss, du hast Rabenhorst gesagt, hier. Wo? Oh ja, cool. Hier ist eine Höhle. Cool. Oh, eine Höhle, die werden wir erkunden. Oh, da ist Wasser drin. Ja, okay, das lassen wir erkundet. Dann. Erkundet. Okay, dann. Was machen wir denn für einen Hashtag? Hashtag Rabe natürlich, weil wir haben einen Raben gesehen, wir sind in Rabenhorst. Ich freue mich tierisch weiter zu spielen. Bis morgen. Ich mich auch. Tschüss.